Hallo zusammen, hallo Freunde. Sitze hier gerade am Rechner und wollte das Video bearbeiten und schneiden. Dann ist mir gerade aufgefallen, dass ich gar kein Intro gemacht habe. Hole ich das geschwind nach. Ich zeige euch heute ein Bild, und zwar ein abstraktes Bild. Gibt schöne 3D-Formen und ich finde es richtig cool geworden. Ich habe nicht weiß als Hintergrund genommen, sondern als Sandfarbe. Und der Rest erkläre ich euch nachher wieder, während dem Video. Also gut, lasst uns starten. Ich bearbeite das Video fertig, damit ihr es schnell sehen könnt. Ich hoffe, es bringt euch neue Inspirationen wieder. Darum geht es mir ja auch. Und dann lasst uns starten. Bis gleich. Okay. Läuft die Kamera? Ja, läuft die Kamera. Kamera läuft. Hey. Lustig. Okay. Habe hier einen Rahmen 40 auf 40 cm. Habe jetzt heute mal das Gelbgrün, Gelb, Primärgelb, Havanna Braun, Kirschrot, Schwarz und als Untergrund nehme ich Sand. Also Sandfarben. Ich habe jetzt ein paar Löffel, habe hier auch noch ein paar Spachtel. Soll ja eigentlich, wie gesagt, ein abstraktes Bild werden. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen. Ich mache jetzt erstmal den Untergrund. Lass mir vielleicht auch noch zur Sicherheit ein bisschen übrig. Ich weiß noch nicht, was ich mache, genau. Verteile mir jetzt hier noch geschwind die Farbe soweit bis fast zum Rand. Kurz erhitzen, damit die Bläschen rausgehen, so gut es geht. Okay, dann lass uns mal starten. Fange jetzt vielleicht mit helleren Farben an. Nimm mal das Rot. Also angemischt ganz normal. Das Grün mal. Die Löffel einfach nur, damit man es vielleicht besser verteilen kann. Ich versuche mir auch Löffel zu sparen, weil die kann man ja gut abputzen. Ich hoffe, ihr seht's. Jetzt aber mal zum dunklen Bild, schwarz. Nehme ich mir jetzt eigentlich nur ein schmalen Streifen, und da habe ich schon wieder getropft. Erstmal. Dann
ein Gelb. So, doch noch einige Luftbläschen drin. Braun habe ich noch nicht. Von Braun und Sand dadurch einfach. Aber trotzdem nicht so viel auf einmal von den dunklen Farben. So. Jetzt fangen wir eigentlich schon mal ein bisschen an zu bearbeiten. Jetzt mit dem kleinen Spachtel. Hier ist eigentlich gut. Hier seht ihr zu viel gemischte Farbe, sage ich jetzt mal. Und darum ziehen wir da noch ein bisschen was raus. Aber das gibt auch was. Okay, das war mal der erste Schritt. Lassen wir es mal ein bisschen laufen, aber schauen, dass wir, ja, bis der Rand wieder läuft, das ist immer das Problem. Da kommt er besser. Also wenn das jetzt ein Rand rausgeht, ist ja nicht schlimm. Ihr könnt natürlich das Bild auch vorher schon zumachen und danach dann euer Muster setzen. Aber das ist jetzt erstmal die erste Schicht. Zurück. Mir geht es nur, dass ich es etwas ausdehne jetzt. Ja, hier ist schade. Ja, aber ist nicht schlimm. So, etwas wieder in die Mitte laufen lassen. Okay. Auch schon ganz cool. Kann man fast so lassen. Aber ich bin noch lange nicht fertig.
Ist ja dann, wie gesagt, immer Geschmackssache hier. Der einen gefällt etwas weniger, dem anderen gefällt etwas mehr. Jetzt setzen wir einfach noch Details rein. So, nochmal Bläschen rausmachen. Also wie gesagt, oder habe ich glaube noch nicht gesagt, also ohne Silikon alles natürlich. So, schwarz. Da könnt ihr dann auch natürlich Linien fahren, wo es euch gefällt. So, was machen wir jetzt? Gelb. Jetzt fahren wir vielleicht gar nicht mal raus. Oder so, ups. Ja, nicht so weit raus. So, nochmal rot. Okay. Ich überlege. Mal noch ein paar dickere Streifen rein. Um gleich die Kante zu machen. Das brauche ich noch ein und fehlt ein bisschen Gelb, finde ich. So, grün, gelb, braun, rot. Da ich den Löffel gerade in Schwarz habe. So. Gut. Okay.
Dann arbeiten wir weiter. Da war ja dieser Tropfen. Und im Prinzip da, wo es zu geradlinig aussieht, zu viel. Wir haben jetzt auch noch einen roten geraden Strich. Muss nicht viel verändern. Aber einfach, damit es nicht so nach Strich aussieht. Okay. Zu dunkel und zu gerade finde ich jetzt hier. Was haben wir noch? Grün. War fast schon zu viel. Ganz leicht drüber. Ja, cool, okay. Vielleicht ziehen wir uns das noch ein bisschen in die Mitte rein. Ja.
Ansonsten finde ich das Bild jetzt einfach schon mega. Sehen nur die Kanten hier nicht. Da ist manchmal ein Spiegel dran. Also ich finde es mega. Bin natürlich jetzt noch im Überlegen, wie ihr kennt mich ja. Ich tue es noch mal kurz erhitzen. Ob ich punktuell Silikon reinmache, aber ich lasse das glaube ich so. Also ihr seht eigentlich ein einfaches Bild, hier sind kleine Zellen praktisch von der Luft, aber das passt. Rot, hier ist auch noch rot, hier ist wenig rot, sehe ich gerade, aber das ist nicht so schlimm. So fast besser, hm? Nee, cool, schön abstraktes Bild mit dem Acrylgießen. Mit der Spachteltechnik oder im Prinzip ganz normal mit der Spachtel gearbeitet. Erst eine Schicht und dann noch eine drüber mit Feinheiten. Dann passt es doch auch. Ihr seht, ich kann es schon wieder nicht lassen, aber ihr könnt jetzt wirklich noch feine Details reinziehen. Passt mega, mega, mega cool. Okay, dann würde ich sagen, ich mache das Haar hier noch raus. Und dann zeige ich es euch mal von nahem. Ich hoffe, euch gefällt es. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es trocken aussieht. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, jetzt mal von allem. Ja, hat schon was. Okay, fangen wir einfach mal hier an. Sieht halt schön im Muster. Hier praktisch schon ins 3D gehen. Hier ist ja dieses leichte Verschwommene. Kommen wir hier an den Rand. Dann hier hoch. Sind wir schon oben? Hier wieder außen das Verschwommene, mehr oder weniger, mit ein paar schwarzen Strichen drin. So, also ich finde es cool geworden. Ihr seht, es ist nicht schwer. Kann man eigentlich gut nachmachen. Und war es das eigentlich schon? Ich schau mal. Ich würde es euch vorher reinsetzen, bevor es getrocknet ist. Und wie gesagt, dann wieder beim nächsten Video dann mit reinsetzen, getrocknet. Oder wie gesagt auch auf Instagram, ne, bei mir, also Helsing Paint Art, könnt ihr das dann auch anschauen. Alles klar, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss.